Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge Hearthstone. Wir spielen heute mal wieder ein bisschen im Ranked-Modus. Und zwar würde ich gerne ein bisschen mit meinen Decks hier nochmal spielen, die ich hier mir ja gebastelt hatte. Und zwar haben wir eine kleine Quest für den Mage nochmal. Ich würde gerne nochmal probieren, ob ich nochmal den... Ich sage gerade voll oft nochmal. Habe ich den schon gelöst? Ich wollte eigentlich den Cthulhu-Magier nochmal spielen, aber anscheinend ist der Cthulhu-Magier schon über den Jordan gegangen, liebe Freunde. Ja, dann hätte ich mal gesagt, sind wir mal einfach so motiviert, liebe Leute, und basteln uns doch mal schnell was Neues. Ich wollte ja schon seit langem mal in die Richtung Water gehen, also für Water für alle und sowas. Und habe mir da wirklich überlegt, ob ich ein Water Mage mal basteln soll. Also hier mit Finja und allem drum und dran. Jetzt gucke ich mir gerade hier so ein paar Sachen an. Face the Summoner. Ja, komm, wir machen doch einfach mal. Warum sollten wir das denn nicht machen, liebe Leute? Wir machen uns mal einen Water Mage. Er spielt sich eigentlich wahrscheinlich eher ähnlich wie ein klassischer Mage, nur halt mit einer kleinen Murloc-Engine. Jetzt gucken wir mal hier, wir packen rein Murloc. So, der Water Mage hat natürlich drin Bluegill Warrior zweimal, Warleader zweimal, einmal den guten Finja Flying Star. Und dann gucken wir einfach mal, was wir noch für Spells reinpacken. So Standard-Spells dürfen natürlich nicht fehlen. Ich überlege gerade nur, ob wir das machen. Wir machen natürlich das Early Game aus standardmäßig. Packen auch noch den hier rein. Ich weiß gerade gar nicht, in welche Richtung das Ganze jetzt gehen soll. Eher in die Richtung Control oder Aggro. Ich denke aber, dass Aggro hier die bessere Wahl ist, liebe Leute. Ich überlege mir gerade, einen Eisblock reinzupacken, einfach weil so Safety Force und sowas ist jetzt eigentlich eine relativ coole Karte, wie ich finde. Auf jeden Fall zweimal ein Feuerball muss rein. So ein Feuerball, Junge. Feuerball, Water Elemental. Hat ja auch was mit Wasser zu tun. Ein Cabalist Tomb packen wir mit rein. Polymorph wäre wahrscheinlich nicht das Dümmste. Ein bisschen Speed bringen wir noch mit rein darüber. Firelands Portal packen wir noch mit rein. Wie sieht es denn aus jetzt? Wir brauchen noch ein paar One-Drops. Ansonsten Two-Drops und Three-Drops haben wir eigentlich relativ gut. Sind wir relativ gut bedient, wie ich finde. Wir packen den Sir Finley Murgleton noch mit rein. Einfach weil es stark ist, liebe Freunde. Ansonsten natürlich noch Bloodmage Thanos, hätte ich gesagt. Ist ein sehr, sehr guter Two-Drop. One-Drops haben wir inzwischen drei, das ist eigentlich genug, wie ich finde. Wir könnten zwar theoretisch Card Draw. Sollen wir Card Draw reinpacken mehr? Azure Drake. Azure Drake zwei Stück noch rein und dann vielleicht noch ein etwas fetterer Minion, so ein Rag oder sowas, kann ich mir gerade eigentlich relativ gut vorstellen in dem Deck. Wie sieht denn das aus? Wir sind eigentlich relativ stabil in der Kurve. Wir haben jetzt auch keinen Polymorph. Doch, wir haben einen Polymorph dabei. Oder wir haben zweimal goldenes Polymorph. Das wusste ich noch gar nicht. Haben halt kein Board AOE dabei, nur kleines Removal. Ja, komm, wir versuchen uns einfach mal den Rag reinzupacken. Da ist er doch. Ragnarose. Ich will jetzt einfach mal probieren, ob es wirklich möglich ist, ein Water-Ding-Deck zu machen. Klar, eigentlich gehört zu Water natürlich Freeze, das heißt, wir können noch die Icelands reinpacken, so vom Flavor her oder sowas. Shatter könnten wir reinpacken, vom Flavor her Frostnova könnten wir reinpacken. Aber ich hätte mal wieder Bock so auf einen komplett reinen Freeze-Mage hier so über Water Elemental, Cryomancer, Cone of Cold. Demented Frostcaller, lauter solche Sachen hier, das fände ich eigentlich immer wieder richtig cool. Ich glaube, das machen wir auch mal in näherer Zukunft mal wieder. Wir haben also hier den Water Mage. Und gucken einfach mal, ob der vielleicht auch was kann. Leute, der Water Mage ist real hier, hätte ich mal gesagt. Der Water Mage ist real. So, wir spielen ihn erstmal im Casual eine Runde und dann probieren wir aus, ob wir ihn auch noch in einem anderen Playmode vielleicht noch spielen. Je nachdem, wie er läuft jetzt erstmal. Muss man natürlich gucken. Wir spielen natürlich erstmal gegen ein ätzendes Deck, gegen den guten Gul'dan und haben einen relativ schlechten Start-Draw. Doppel-Azure-Deck ist immer so eine Sache, die man sehr, sehr ungern sieht auf der Starthand. Klar, es ist auf jeden Fall nicht schlecht. Wir haben einen Bluegill und zwei solche Late-Game-Karten. Die können wir erst im Late-Late-Game spielen, aber wir haben Rag schon mal ready. Nur für den Fall der Fälle, liebe Leute. So, Grüße.
Happy New Year. Das finde ich relativ cool, dass die Leute jetzt wieder ein bisschen andere Sachen, einen anderen Speak, also eine andere Sprache hier reingekriegt haben. Ah, das ist uncool, liebe Leute. Ah, das ist uncool. Mit so einer Starthand haben wir eigentlich schon so gut wie verloren. Mit so einer Starthand haben wir eigentlich so gut wie verloren gegen den Aggro-Deck. Ja, das sieht doch schon ein bisschen besser aus. Das Problem ist nur, er kann nicht easygoing traden. Wir versuchen einfach mal, ihn hier rauszuspielen. Einfach mal, weil ich schauen will, was passieren würde. Für den Fall, dass wir ihn jetzt rausspielen. Er denkt sich bestimmt sicherlich so, was spielt denn der für ein Deck? Ich meine, wir sind hier zwar im Casual, aber deswegen spielt man doch nicht so eine ranzige Karte raus. Wird er sich denken, Leute. Aber dann, haha, liebe Leute, haha, wird es dann gleich machen und wir rippen ihn easygoing mal weg hier. Und zwar spielen wir ihn hier raus. Crit. Hit. Den Dude hier, wenn er jetzt halt einen Demon Wrath hat, sind wir natürlich ein bisschen Ribbity-Ribster, aber das ist in Ordnung, denke ich, weil ich könnte mir vorstellen, dass es ein Reno-Lock ist hier an der Stelle, so wie er spielt. Er spielt es ja auch sehr, sehr viel auf Handkarten und alles raus. Oh, Hellfire würde auch noch funktionieren. Aber das ist in Ordnung. Das ist sogar sehr, sehr in Ordnung, wie ich finde. Wir können ja einfach Ping-Hit machen, ziehen sogar noch ein paar Karten nach. Und haben im nächsten Zug eigentlich schon eine relativ gute Sache hier am Start über den Faceless Summoner. Er ist halt ein Value Maker, Leute. Er ist ganz klar ein Value Maker, den man auf jeden Fall spielen kann und auch sollte, wenn man ein Aggro-Deck spielt in der Richtung. Okay, er hielt hier nochmal, das ist in Ordnung. Er hielt hier. Spielen ihn raus. Was kriegen wir? Oh, ein 3-1er. Wenn wir mal so hier machen, einen kleinen Trade, gehen hier Face. Ich habe ja gerade ernsthaft überlegt, ob das wirklich Sinn macht, da den Trade zu setzen. Andererseits hätten wir im nächsten Zug auf Firelands Portal drauf spielen können, aber ich hätte gedacht, dass er ihn irgendwo reintradet. Das wäre natürlich immer so, das ist immer so ein bisschen semi-optimal, wenn er dann seine Minions irgendwo reintraden kann und kontrolliert, in welche Richtung er das Spiel lenken will. Ah, das ist uncool, damit kriegt er einen Zweier-Drop. Aber wir können das eigentlich relativ gut verhindern. Wir spielen ihn hier raus. Also wir gehen hier Face, also wir hitten hier rein. Er kriegt die Dudine, wir spielen so. Wir ziehen bitte zwei Karten und schießen ihm zweimal ab. Sie zweimal ab. Na, hätte fast geklappt, liebe Leute. Fast hätte es geklappt. Die Chancen standen nicht schlecht, 50-50 bei beiden Schüssen. Das heißt also, wir hätten eine Chance von, dadurch, dass beide Schüsse nicht einzeln gewertet werden, wäre es eine Chance von 25% gewesen. Weil man rechnet ja bei einer Zufallsberechnung, rechnet man ja, multipliziert man die Wahrscheinlichkeiten. Mountain Giant. Gut, dass wir ein Polymorph dabei haben. Coin, ach, er spielt den Faceless Shambler, oder? Defender of Argus, das ist okay. Damit kann er den Trade setzen, das ist aber in Ordnung. Wir können über das Polymorph hier eigentlich relativ easy gehen. Polymorph, Ping. Ne, wir machen nicht mal Polymorph, Ping. Wir spielen einfach nur Polymorph into Dude. Into Dude! Ich muss aber sagen, es ist gar nicht so aggressiv, dieses Deck, wie ich es mir eigentlich gerade vorgestellt habe. Es ist sehr, sehr midrange im Moment. Ah, da kommt der Rag raus. Das habe ich mir fast schon gedacht. Rag, bitte hitte Face. Weil, wenn du Face hittest, dann mache ich dich nämlich weg. Fuck, du hittest natürlich nicht Face. Habe ich mir schon fast gedacht. Ja, das Problem ist, wir können halt nicht die Dudes hier wegmachen und irgendwas dazu noch zusätzlich spielen. Das heißt also, wir machen Thalnos 7 Ping. Das wären also genug, oder? Wie habe ich mich jetzt verrechnet? Ich könnte sogar noch den Mana-Wurm, glaube ich, rausspielen. 1, 2, 3, 3 und 4. 3 und 4 wären 7 plus Ping. Das reicht sogar perfekt. Ja, das reicht perfekt. Zack. Hit. And turn. Damit ist es doch eigentlich wieder relativ ausgeglichen von der Kontrolle hier im Moment.
Das Problem ist nur, dass er Reno in seinem Deck hat und wir haben halt keinen so krassen Heal dabei hier. Wir müssen über die Combo gehen, dass wir ihn irgendwie killen können. Er macht hier die safen Trades an der Stelle. Wir kriegen den Feuerball rein. Wir könnten das Ganze ein bisschen in die Richtung Freeze Mage vielleicht mal spielen. Wäre vielleicht eine Überlegung wert mal. Aber das muss man sich natürlich überlegen. Wir spielen Rag raus, gucken mal, ob er einen Blast Crystal Potion oder sowas ready hat. Und hitten ihn jetzt bitte ja, auf den 2-4er. Ich glaube, das ist das Beste gewesen, was er hier hätte hitten können. Das wäre das Beste gewesen, was er hier hätte hitten können. Vielleicht hat er auch kein Blast Crystal Potion oder irgendwie ein Siphon Soul oder sowas ready. Okay, er spielt den Drake. Doch, er hat den Blast. Ne, er hat Siphon Soul. Okay. Siphon Soul, also. Es ist wirklich eins der stärksten Removal, meiner Meinung nach, in dem ganzen Spiel im Moment. Einfach weil es so viel Value ja mal raushaut. Azure Drake. Ne, wir spielen Zack. Let's make magic. Ne, wir machen hier anders. Wir spielen. Hallo? Hast du noch keinen Scheiß? Nein, die Hearthstone-Exe funktioniert nicht mehr. Okay, wir starten es mal ganz schnell neu. Schneller. Spiel schneller. Das kommt bei mir in letzter Zeit manchmal vor. Ich weiß auch nicht warum. Es ist sehr, sehr seltsam, aber es ist leider so. Ich hoffe, wir kommen direkt ins Spiel rein. Ja, wir kommen direkt rein. Vielleicht schaffen wir es sogar noch in unserem Zug wieder reinzukommen. Wäre natürlich ganz nützlich an dieser Stelle. Yes, kommen wir sogar wirklich. Das heißt, wir machen also hier Hit. Achso, stimmt ja. Ping and Turn. Wir hätten den Azur Drake spielen sollen. Ich weiß noch nicht, ob es dann von den Mana-Kosten gereicht hätte. Ich muss ganz ehrlich sagen, es könnte schwierig werden, gegen den Reno-Lock mit dem Deck anzukommen. Oder was macht denn der da jetzt? Er hat irgendwas auf. Ah ne, er greift an, okay. Reno-Lock ist halt wirklich hier so eine Sache, mit der ich eigentlich nicht so direkt gerechnet hätte. Aber es ist natürlich eins der meistgespielten Decks, das heißt, man musste eigentlich immer mit ihm rechnen. Okay, Doomsayer. Er will also nicht, dass wir irgendwas rausspielen. Das ist für mich aber vollkommen in Ordnung. Wir zünden unser Kabbalist Tomb und gucken mal, was wir kriegen. Oh, eine Icelance ist natürlich gut. Ping ihn einmal face machen in Turn. Damit haben wir ganz schön gutes Value rausgezogen im Moment. Ich meine, wir haben Frostbolt. Unser Ziel ist natürlich, über die Finja-Kombo zu gehen. Das heißt also Finja plus die Dudes. Oh, jetzt spielt der Kazerkis raus. Okay, dann spielt er erst den Dark Paddle raus und dann Kazerkis. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Muss natürlich nicht sein, aber es wäre natürlich so die beste Kombo. Ah, nee, Kazerkis kostet 4, gell? Okay, ein kleiner Minion von Dark Paddler. Geht damit auf 5. Dann haben wir denn hier 4. Kostet 1 weniger für jeden Minion, der gestorben ist. Warum werden die zwei Crystals hier nicht angezeigt? Wir ziehen eine Karte. What the fuck, haben wir Overload? Nee, haben wir nicht. Wir werden halt einfach nur nicht angezeigt. Wir pingen hier. Ah, Moment. Machen damit dann 4 Damage. Das heißt also, wir spielen Frostbolt Ping. Fünf Mana. Vier Mana. Zwei Mana. Kein Mana. Okay. Damit ist unser Frostbolt zwar gone und wir sehen jetzt auch nicht mehr, was für Karten wir noch im Deck haben, aber das ist in Ordnung, liebe Leute. Damit komme ich auf jeden Fall klar. Er könnte jetzt unser Board natürlich rippen, könnte hier Face gehen, könnte den Dude rausspielen. Das ist gut, dass wir Kazerkis ihm denied haben, so vom Prinzip her. Aber ich denke trotzdem, dass es ein sehr, sehr schwieriges Spiel noch werden wird, hier vom Prinzip her mit dem Water Mage hier zu gewinnen. Reno Locks sind halt einfach mega, mega strong, liebe Leute. Reno Locks sind halt einfach mega, mega strong, liebe Leute. So, da haben wir auch schon wieder den Dude hier. Jetzt überlege ich gerade, bringt es uns das wirklich immer noch dem Ma das Mana ist immer noch irgendwie seltsam. So, wir spielen noch einen Azur Drake raus. Mal gucken, was wir jetzt noch ziehen. Ah, das ist doch gar nicht so schlecht, wie ich finde. Wir haben dann zwar keinen Freeze mehr.
Doch, wir haben noch einen Freeze über über das Water Elemental. Die Frage ist nur, ob das uns reichen wird. Wir machen dann so. Schießen zweimal hier rein. Ach, come on, Bro. Was ist da los? Was ist da nur los? Firelands Portal haben wir ready. Wir haben die Icelands ready. Wir haben Polymorph Ball ready. Es wäre natürlich schön, wenn wir jetzt irgendwie den Murloc Warleader ziehen. Es ist halt schade. Finja ist halt so eine gute Early-Game-Karte, wenn man dann rechtzeitig seine Murlocs rauszieht. Aber man muss halt auch richtig ziehen. Das ist halt auch immer so die Sache. Er geht relativ gut. Okay, er macht 3 Damage auf alles. Twisting Matter. Okay, nicht 3 Damage auf alles, aber Twisting Matter. Das ist in Ordnung. Finja, the Flying Star. Coole Karte, wie ich finde. Sehr, sehr coole Karte. Face und Enter. Kann jetzt natürlich den Reno triggern, das wäre natürlich nicht so perfekt, aber das wäre in Ordnung, meiner Meinung nach. Das Gute ist, über die Polymorph-Action können wir eigentlich dann eine relativ gute Combo rausspielen. Ich glaube, Finja kann er nicht zerstören. 4 Damage auf alles. Müsste er aufs blanke Board so richtig hart Board-Removal spielen und ich weiß nicht, ob man das machen sollte im Moment. Er ist von den Karten her aber trotzdem eine weniger als wir. Wir haben aber auch keine Heals dabei. Hat halt. Oh, er hat Jiraxxus dabei. Ja gut, wir facen also Jiraxxus. Jiraxxus ist nicht cool. Firelands Portal. Ja gut. Ist das jetzt gut oder ist das jetzt nicht so gut? Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, das ist gerade richtig scheiße, wenn ich ehrlich bin. Weil. Hat er den fucking Golden Jiraxxus? Er hat wirklich den fucking Golden Jiraxxus, liebe Leute. Finde ich ganz schön heftig, hey. Bin ich ein bisschen neidisch, wenn ich ehrlich bin. Wenn er jetzt hier den Hit macht, könnten wir übers Firelands Portal gewinnen. Er hat aber den Reno dabei und den Heal wahrscheinlich auch Hellfire, okay. Und den Reno. Er kann sich aber nur auf 15 healen. Und wir können Reno töten über unsere Combo. Und das der blöde Murloc. Okay. Das Gute ist, unsere Karten kosten wieder normal. Ah, jetzt lass mich mal kurz überlegen, wie können wir das machen? Er hat Reno rausgecastet. Wenn wir ihn jetzt klein machen, dann den Hit setzen, dann kommt der Ding raus. Wir können mit dem Warleader machen wir dann 4 Damage, 4 Damage. Damage Hit. 4 Damage. Hit. Warleader aufs Board. Play. Play. So. Ah, oh nein, ich habe nicht genug Mana. Ich habe gedacht, ich habe vielleicht noch genug Mana dafür, aber ich hatte leider nicht genug Mana. No. Okay, jetzt könnte es wirklich knapp werden, Leute. Er wird sich jetzt seinen Infernus holen, wird unser Board auf jeden Fall immer wieder clearen. Er wird wahrscheinlich noch Board Removal ready haben. Zum Beispiel Shadow Flame. Ja, zum Beispiel das, was er jetzt macht. Shadow Flame ist uncool. Hat er jetzt sogar noch das Board Removal ready? Ne, den Heal ready. Feuerball haben wir nicht mehr. Wir haben eigentlich so gut wie nichts mehr. Water Elemental. Oh, ist das risky? Sollen wir volle Kanne risky gehen? 3 und 3. Er könnte den Leroy Burst haben. Aber dann hätte er es schon vorher gemacht. Er würde genug Damage mit dem Leroy Burst machen. Er würde genug Damage mit dem Leroy Burst machen. Also denke ich nicht, dass er den Leroy Burst schon ready hat. Kostet außerdem, er müsste noch einen Emperor rausspielen, um den Burst überhaupt zu triggern. Oh nein, er kann uns wirklich töten, oder? Sonst würde er das nicht so anmoven. Oh, was sonst könnten wir im nächsten Zug ihn töten? Das wäre so gut, liebe Leute. Wenn er, komm, hitte bitte meinen 3-6er mit deiner Waffe. Bitte.
Komm schon, tu mir den Gefallen. Nein, okay, er kann uns töten. Er braucht ja auch nur 5 Damage. Das ist ein Fellfire Potion, leider. Es wäre vielleicht doch ein saferer Weg gewesen, hier den Ding reinzuwerfen. Summit. Kein Taunt. Nein, er hat den Taunt gekriegt. Warum kriegst du den Taunt? Und er kriegt 10 Health auch noch. Das ist uncool. Das ist wirklich, wirklich uncool. Ah, schwach. Hit, hit and turn. Er macht uns 5 Damage. Das ist ein GG. Well played. Tja, liebe Leute, so ist das nun mal. Schade war aber trotzdem ein interessantes Spiel. Hätte er sein Gesags Potion nicht so gebaut gehabt, hätten wir wahrscheinlich gewonnen. Ich meine, hätte er jetzt da reingetradet, hätten wir ihm easy going hier von der Rechnung her einfach halber, hätte er 3 Damage gekriegt, hätten wir ihn nochmal gehittet und zusätzlich, also er hätte ihn ja töten können, dann hätte er einen Hit gekriegt, hätte er dann 3 Damage weniger gehabt, wir hätten dann über unser Firelands Portal plus, liebe Leute, den Freeze, hätten wir einen lockeren Sieg gehabt. Ist leider nicht so gelaufen. Ich finde es aber trotzdem ein relativ interessantes Deck. Ich glaube, ich muss da dran noch ein bisschen basteln. Finde es aber trotzdem relativ cool. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Haut rein, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal dann. Türlü.